Eine Gleisänderung zur S8 nach Pfäffikon. Die S8 nach Enne, Thalwil, Pfäffikon, Abfahrt 16.14 Uhr verkehrt auf Gleis 53. Eine Gleisänderung zur S2 nach Siegelbrücke. Die S2 nach Enge, Thalwil, Siegelbrücke, Abfahrt 16.10 Uhr verkehrt auf Gleis 52. Eine Gleisänderung zur S2 nach Siegelbrücke. Die S2 nach Enge, Thalwil, Siegelbrücke, Abfahrt 16.10 Uhr verkehrt auf Gleis 52. Eine Gleisänderung zur S8 nach Pfäffikon. Die S8 nach Enge, Thalwil, Pfäffikon, Abfahrt 16.14 Uhr verkehrt auf Gleis 53. Der SBB. Die Strecke Süd-Schönlikon, Süd-Wittingen, Südkörperhof ist nur eingeschränkt befahrbar. Darunter ist eine Betriebsstörung. Betroffen sind die Linien S2, S8 und S14. Es ist mit Verspätungen und Zugsausfällen zu rechnen. Thank you.
Eine Gleisänderung zur S8 nach Pfäffikon. Die S8 nach Enge, Thalwil, Pfäffikon, Abfahrt 16.14 Uhr verkehrt auf Gleis 53. Information zur S8 nach Pfäffikon. Die S8 nach Enge, Thalwil, Pfäffikon, Abfahrt 16.14 Uhr ist noch nicht fahrbereit. Eine Gleisänderung zur S8 nach Effretikon. Die S8 nach Oerlikon, Wallisellen, Effretikon, Abfahrt 16.21 Uhr verkehrt auf Gleis 51. Information, the rest of the day. This is the Basel. Unser Anstieg. Lackiert.
Eine Gleisänderung zur S8 nach Effretikon. Die S8 nach Oerlikon, Wallisellen, Effretikon, Abfahrt. Gleis 53, bitte Vorsicht, der Zug fährt ab. Gleis 53, Sektor A, diese Zugseinheit bleibt in Zürich. Gleis 53, bitte Vorsicht, der Zug fährt ab.
ÖBB. Die Strecke Zürich-Schönikow, Zürich-Wittingen, Zürich-Hauptbahnhof ist nur eingeschränkt befahrbar. Grund dafür ist eine Betriebsstörung. Betroffen sind die Linien S2, S8 und S14. Es ist mit Verspätungen und Zugsausfällen zu rechnen. Abfahrt 16.38 Uhr verkehrt auf Gleis 51. Eine Gleisänderung zur S2 nach Siegelbrücke.
Die S2 nach Enge, Thalwil, Ziegelbrücke, Abfahrt 16.38 Uhr, verkehrt auf Gleis 51. Verkehrt auf Gleis 51. Thank you.
eine Gleisänderung zur S2 nach Siegelbrücke. Die S2 nach Enge-Talwil-Siegelbrücke, Abfahrt 16.38 Uhr, wird ca. 5 Minuten später abfahren und verkehrt ab Gleis 51. Grund dafür ist eine Fahrleitungsstörung. Yeah.